Hi Leute, da sind wir zurück zum nächsten Spieltag zu Real Sociedad Carrera Mordos. Und heute gegen FC Villarreal mit einer überragenden Mannschaft. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben gegen Madrid auch, ja, 4 Minuten kurz vorm Schluss, ne, war's. Mehmet Ekici mit seinem 10. Treffer und zum Ausgleich. Gerade noch so, wo wir das Spiel eigentlich gut dominiert hatten, auch wie gegen Barcelona, aber wir haben 3 Tore kassiert, weil Real einfach besser gespielt hat. Real Madrid hat einfach einen besseren Fußball drauf. Das sah man auch lange in der Tabelle, dass sie vor Barcelona gestanden haben halt. Und Barcelona ist ohne Messi. Wir waren halt ohne Messi. So, Marty Taylor und Alan Smith kommentieren hier nicht. Villarreal, sie 24 Punkte heute mit 1 Sieg, könnten sie auch ranrücken an Real Madrid, die jetzt auch nur 28 Punkte. Barcelona kommt langsam rein, sind auch nur noch 7 Punkte hinter uns. Also müssen wir gewinnen, wenn wir Meister werden wollen. Mit Real Sociedad. Spieler im Fokus. 15 Einsätze, 0 Tore. Ich weiß, Joe Campbell hat da ein bisschen mehr Tore. Ist nicht so schlimm, wir wollen starten, wir wollen das Spiel gegen Villarreal. Wir wollen gewinnen. Wir wollen den nächsten Sieg und wieder mal ein paar Tore sehen. Gleich mal drauf gehen wie immer. Oh, der Ball war da ein bisschen riskant. Aber vielleicht hat auch Villarreal einfach guten Form zur Zeit. Das weiß ich jetzt auch nicht, wie viele Siege sie in der letzten Zeit hatten. Und können uns vielleicht dadurch überraschen. Aber Zaidua zeigt einfach, dass er Klasse hat. Und wird da gleich mal gefoult. Ich wollte schon sagen, wenn das nicht pfeift, dann ist er für mich behindert. So, Granero. Für Ekici. Jonatas. Jonatas. Jonatas und Bailly klärt. Jetzt Philippe Anderson. Philippe Anderson. 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 Oh mein Gott. Der ging weit vorbei. Hier fliegt zum Mond der Schuss. So kriegen wir die. Ja, Iramendi. Aber Villarreal bekommt den Ball zu Dos Santos. Der Bruder, der kleine Bruder von Giovanni Dos Santos. Ist das Chaussee? Villarreal ist in guter Form. Das war ein schönes Ding. Schöne Flanke von Dos Santos, der nicht aufgehalten wurde von Juri. Schön von Philippe Anderson. Granero. Granero. Granero! Was für ein Schuss! Und Dos Santos. Der Mexikaner kloppt den Ball einfach weg. Juri. Juri holt den Freistoß. Und was ist denn das? Ihre Mandy. Man. Ja, ich hätte lieber den Freistoß gehabt. Ich weiß nicht, warum ich den nicht gekriegt habe. So, Tigo Reyes, komm, setz dich durch, mach da, Jonatas. Ihre Mandy. Ekici. Und jetzt kommt wieder Villarreal und kontert uns aus, oder was? Diego Reyes. Macht das stark, aber. Oh, Juri setzt sich durch. Ekici. Granero. Ekici. Unatas. Spielt den Ball auf Philippe Anderson. Nein, es gibt. Er kann aber auch keine Pässe an. Ist halt nicht so ein guter Passspieler wie Joe Campbell. Jonatas. Iramendi. Das gibt's doch nicht. Granero. Sucht Ekici. Alter, das gibt's doch. Warum kommt der denn da nicht durch? Joe Campbell, klare gelbe Karte jetzt. Die hat er sich verdient. Rot. Okay, ja, das ist auch verdient. Wenn das der Schiri sagt, ist es halt so.
Anero, Ekichi, Joe Campbell. Schön gespielt von Real Sociedad. Wenn er den bloß kriegt, dann wäre es richtig gefährlich geworden. Und Jonatas. Jo, das war meine Aktion vom Torwart. Oder besser gesagt vom Spieler. Jonatas. Schön. Oh mein Gott. Wo soll er denn bloß hinspielen? Ekichi. Ekichi. Noch nicht auf dem Mann. Das schafft er aber auch immer wieder, direkt auf dem Mann zu spielen. Oh, jetzt sitze ich wieder durch. Juri, komm. Macht das stark. Aber warum ist denn da alles so offen? Und wieder beigeklärt. Cool rausgespielt. Oh, stark von Joe Campbell. Ekichi. Joe Campbell. Joe Campbell. Philippe Andersson. Oh, den kriegt er nicht. Den nimmt er echt an, der Linksverteidiger. Schade. Ekichi. Ekichi will natürlich hier einen Freistoß. Das ist gut für ihn. Wo spielst du hin? Ich drücke genau auf Iremendi und er spielt den irgendwie wie sie nicht. Raul Navas, schön. Iremendi, ja, wird gefoult. Spiel mit dem Pass. Spiel doch den Pass, du. Ja, natürlich. Alter. Das ist ja auch gerade ein bisschen unlogisch, Game. Ich wollte sagen, wenn er den jetzt tropfen lässt, dann ist aber auch cool. Kann letztens den Ball so perfekt annehmen gegen Barcelona. Ne, war das gegen Dings hier. Und hier kann er keinen Ball annehmen, Matas. Jokic. Oh, ey, Villarreal spielt sich hier im Rausch oder was? Ja, genau, Iremendi stark. Ekichi. Oh, der geht nicht. Das gibt's doch nicht. Der nimmt den schönen Volley und der macht den fast im Winkel. Das gibt's nicht. Schön ist jetzt aber nicht interessant. Der Ball muss rein. Gibt's doch nicht. Spielen sie hier rum. Kacke hier. Saldua, komm. Joe Campbell. Ekichi, Iremendi. Ich drück gleich. Ekichi, Ekichi. Schiri. Oh, das. Ja, natürlich, also. Pff. Das traut sich nicht mal neuer. Was der da gemacht hat. Und das soll was heißen, ne? Das ist Manuel Neuer. Der traut sich alles. Diego Reyes, komm, stöhn. Wieder der Mexikaner. Joel Campbell. Granero, oh, nimmt den Ball gut mit. Jetzt pfeift er ab, der Spast. Also, es ist ein... Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Mehmet Ekici. Philippe Andersson. Juri, spielt mal mit nach vorne. Ekici, Iremendi, Jonatas. Iremendi, Iremendi, Iremendi und... Sergio, keine Ahnung, wie der Vogel heißt. Auch gerade hier, Granero, jetzt mit der Ecke. Da ist Diego Reyes. Jetzt pfeift der Handspiel. Wie soll denn da Typ Handspiel genommen haben, Junge? Jetzt geh doch rauf da, Joe Campbell. Ey, manchmal denke ich, ihr seid auch dumm. Dumm wie Stulle. Wir haben künstliche Intelligenz eingebaut. Das haben wir schon seit... Ja, das war ein klares Handspiel. Alter.
Nee, natürlich jetzt 100 der 100. Ey, das gibt's nicht. Das war ein Haar. Klare Sache. Nee, ich spiel den doch nicht zurück, du Affe. Nee, sowas. Oh, ey, jetzt kriegt der Kim Ball mehr unter Kontrolle. Ja, natürlich. Ekichi, komm. Ekichi. Der ist jetzt schon wieder dran, dieser Torhüter. Der ist aber auch ein. Kleiner Fucker, Digo. Bruno, Handspiel. Jetzt gibt's den Elfer, du Schwanz. Ekichi. Nee, nee, hau ab hier. Du darfst da nicht schießen, aber von was träumst du denn? Ekichi! Wer sonst? Mehr mit Ekichi. Darf natürlich auch unser Elfer schießen. Boah, er hat hier Möglichkeiten, haben wir uns hier rausgespielt, den hätten schon längst Ausgleich schießen müssen. Jetzt ist er aber da. Schön. 11. Saisontreffer für Mehmet Ekici. Und jetzt ist auch Villarreal ein Mann weniger. Mal gucken. Also sind ja ganz Zeit ein Mann weniger, aber spielen die ganze Zeit gut. Mal sehen, wie sie jetzt spielen, wenn sie. Wenn es 1-1 steht, jetzt Philipp Andersson. Komm, jetzt ist dein Tag. Los, komm, Junge. Handspiel. Zweiter Elfer in wenigen Sekunden. Carneiro, du wirst hier nicht schießen. Juri darf schießen. Juri, mach den. Real Sociedad dreht das Spiel durch 2 Elfer. Und Juri trifft. Was für ein Spiel. 2 Elfmeter müssen's machen. Erster Treffer für Juri. Schönes Ding. Und jetzt muss Villarreal was machen und ist ein Mann weniger. Juri ist jetzt auch da. Schön. Boah, Carneiro, er ist in der Pflaume, ist der Typ, ey. Carneiro. Oh, Tego Reyes zeigt mal, wie man Bälle spielt. Zaldúa. Zaldúa, der kommt jetzt mal mit nach vorne. Heute noch gar nicht so offensiv wie sonst. Joe Campbell. Ah, Ilver, Freistoß wäre auch natürlich schön gewesen für Ekichi nochmal. Mit einem Mann weniger da hinten rumspielen ist das gefährlich. Was Villarreal macht. Und Philippe Andersson macht das stark. Iramendi. Carneiro. Joe Campbell. Iramendi, oh. Und Raul Navas. Spielt den Ball, ey. Spielt den Ball. So, es darf nochmal Buruma rein für Joe Campbell. Ja, da gibt's die gelbe Karte. Dumme Aktion. Für Raul Navas. Wir gehen mal gleich drauf mit Philippe Andersson. Oder verlieren sie fast den Ball. Ja, den hat Andersson. Klar, schneller als der Spieler von Villarreal. Bruma. Carneiro. Bruma. Zu Ekichi. Oh, da muss er gegen einige Leute. Und Carneiro kriegt den Ball auch nicht. Louis macht die Deckseite hier zu. Jetzt draufgehen, Soldado und Soldado. Oh, Diego Reyes klärt. Setzt da gut nach. Zaldúa. Ekichi. Philippe Andersson. Jonatas. Ekichi. Sucht da unten Philippe. Nee, oh mein Gott. Ah, das kann er da besser, der. Mehmet. Carneiro. Zum Kopfball jetzt hoch. Ja, gegen Soldado.
Diego Reyes. Gute Grätsche. Als guter mexikanischer Innenverteidiger macht man das halt so. Uma und Jonatas. Uma. Jonatas, komm. Felipe Anderson jetzt auch mit drauf. Saldúa macht das stark und Bruma ist jetzt durch. Bruma, komm. Das ist jetzt dein Ding hier, komm. Oh, Elfer. Elfer Nummer 3. Yo. Elfer Nummer 3. Iska darf nochmal für Felipe Anderson rein und Checho Canales für Canero. Darf auch Hünatas nochmal sein 11. Tor oder nicht? Macht er auch. Damit würde ich mal sagen, ist das hier entschieden. Real Sociedad gewinnt das Spiel. Hünatas, der nächste gute geschossene Elfmeter. Der Torwart denkt sich auch nur, WTF, warum? Warum bloß? So, jetzt müssen wir auch nochmal aufpassen, wir schießen nochmal mit Tor mit Itka. Aber auch nur Elfer, ne? Uma auch nochmal Itka los. Checho Canales schickt Jonatas. Der schickt nochmal Itka. Itka, der schießt den Pfosten an. Den muss er halt machen. So eine Dinger muss er halt machen. Wenn er dann reinkommt und Saldúa, nee. Jonatas, Ekichi. Oh, was für Pass von Mehmet Ekichi. Jetzt muss mal Iska den Ball machen. Er ist Dribbling auf 18 und kommt da nicht vorbei, der Sack. Jui. Iramendi macht das stark. Canales, Iramendi. Checho, Canales. Oh, Jonat. Ach, Junge. Diego Reyes, das ist natürlich ein guter Kopfballspezialist, aber Soldado und Iramendi jetzt dazwischen. Also, jetzt haben wir auch das Glück, was wir in der ersten Halbzeit nicht hatten. Diego Reyes, Diego Reyes. Hat jetzt auch nochmal Bock, oder was? Diego Reyes. Spielt doch den Ball nach hinten, wenn ich auf Passen drücke. Wäre mal schön. So, jetzt darf der Nächste probieren beim Kopfball gegen Soldado. Uma jetzt gegen Jokic. Und da ist zu Ende, da ist der Sieg, der verdiente Sieg. Ist doch schön. Sah wie eine Niederlage aus, am Ende gewinnen wir 3-1, Diego Reyes 7,7, richtig gutes Spiel wie Juri 7,7. Saldúa 6,5, Jonatas 8,2. Granero, ob der wirklich so stark war, er hat viele Optionen gehabt, ja, aber 7,2, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. So. Transferangebot. Ach so, ja, jetzt sind wir im Transferfenster und damit werde ich die Folge beenden. Warte auf eure Vorschläge. Genau, Transferangebote für Ruli, da müssen wir mal angucken. Nee, Angebot ablehnen. Können es auch mal an. Wir werden erstmal ablehnen. Und ja, natürlich. Iramendi wird natürlich nicht verkauft. Also, das kann ich jetzt schon sagen. Angebot untersagen ist noch 25 Jahre alt und ist jung. Wir haben kaum Geld. Also, für dich. Kaum Geld haben wir auch nicht. Wir könnten ein bisschen hier. Kann man für 8 Millionen kann man sich noch einen guten Spieler holen. Also. Wenn wir bis hier vormachen, genau. Gegen Rayo Vallecano. Das wäre dann der 18. Ja, genau, 18. Und dann kommt Valencia. Ne, Villarreal und dann kommt Valencia. Wir haben 40 Punkte nach 17 Spielen. Haben nur eine Niederlage. Das gegen Celta Vigo. Ja, die sind ja auch mit 23 Punkten gut dabei.
Atletico Madrid mit 23, es geht. Malaga mit 26 gut, aber La Coruña ist extrem stark mit 28 Punkten. Valencia 4 Punkte vor Barcelona, also es wird nochmal eng. Wir hatten schon mal 11 Punkte Vorsprung vor Barcelona, aber Colby K, 10 Punkte sind okay. Könnten ja mal in einer anderen Liga gucken, wenn jetzt gerade so Winterpause ist. Also müssen wir ja in der Dings rein, ne? Gehen wir mal erstmal, gucken wir uns mal einfach mal ein bisschen an. Ist verunsichert, ja, ich weiß, dass er verunsichert ist, aber Jobangebote. Atletico Madrid, Sevilla, Chelsea, Manchester City, United. Also das sind auch natürlich coole Angebote. Genau, Saison wollte ich eigentlich. Spielerstatistik. Gucken mal, Jonathas und Ekichite. Beide gut dabei. Beide mit 11 Toren. Sonst haben wir da keinen weiteren. Nee, der 4 Tore geschossen hat. Das wird hier nicht angegeben. So, Iramendi jetzt auch mit 6 Vorlagen wie Benzema. Juri mit 3. Uli mit 8. Spiel ohne Gegentor nach 17. Das ist nicht schlecht für ihn. Generell für Real Sociedad. Gelben Karten, da müsste Iramendi eigentlich auch weit vorne sein. Der hatte doch so oft gelb. Wird nicht mehr gezählt, weil er zu oft hatte. Ja, Juri hat schon gut gezeigt, dass er Leute umtackeln kann. Andere Ligen. Argentinien, Belgien, Chile, Bundesliga, Dortmund, vor Gladbach, vor Stuttgart, vor Bayern, vor Hamburg, vor Schalke, vor Hamburg mit 33, Wolfsburg. Absteigen wird wohl Ingolstadt, Augsburg, Darmstadt. Die kämpfen drum. Und wer ist in der zweiten Liga? Da kämpft Leipzig, Düsseldorf, Braunschweig, Bochum, Nürnberg, Freiburg, Union, Paderborn, Kaiserslautern, St. Pauli, Fürth, KSC. Und TSV Ostsee 16 nur um den Aufstieg. Ich würde mal sagen, absteigen würden, dann wenn es das geben würde. Sandhausen, Bielefeld und FSV Frankfurt. Dritte Liga. Achso, die können ja absteigen. Ich habe ja die dritte Liga drin. Ne? Aha. Also wird wohl Frankfurt. Also Bielefeld und Sandhausen müssen aufpassen. Hansa Rostock, Osnabrück, Stuttgarter Kickers, Dresden, Chemnitz FC. Die kämpfen da alle um den Ausstieg. Abstieg kämpfen da dann wohl. Ja, Stuttgart 2. Sonnenhof, Groß Asper, Erfurt, Mainz 2. Da müssen sie aufpassen. Regionalliga, ja, da gucken wir mal. Saarbrücken, Rot-Weiß Oberhausen, Jan Regensburg, BFC Berlin, oh ja. Ich wollte mal gucken, ob es vielleicht den Boateng gibt hier. So, Arsenal ist vorne, vor Liverpool, vor Chelsea, vor United, Stoke City. Wer ist dann so Abstiegskandidat? Norwich City, Aston Villa, West Ham, Bromwich, Albion, Leicester City weit weg, FC Portmund, FC Portmund, Frankreich, Olympique Marseille, eindeutig. Italien, Mailand vor Lazio, vor Florenz, das sind Lazio, Mailand, weit Vorsprung auf Juventus, Turin, das sind schon viele Punkte. Kolumbien, Mexiko, Niederlande, Rotterdam, vor Ajax, vor Eindhoven, vor Herrenwehen, vor Vitesse und Norwegen, Polen, Portugal, Sporting Praga, vor Benfica, vor Porto, vor Sporting Lissabon, Sparta Moskau, Celtic Glasgow for Hearts of Melusion, Basel vor Zürich, Türkei, Galata vor Beşiktaş, das hat in Wirklichkeit. Okay. USA, aha. Österreich, Red Bull, vor Sturm Graz, vor Wien. Und dann sind wir durch. Schnelle Durchguckerei hier. So, dann sehen wir uns zum euren Infos. Also dann hoffe ich mal auf eure Transfer-Vorschläge. Also haut rein, bis dann und ciao.